Ich glaube, dass die Kernenergie, insbesondere wenn wir uns das weltweit anschauen, auf die für mich überschaubare Zeit eine Perspektive hat. Dann müssen wir auch wiederum aus ideologischen Gründen an der Kernenergie festhalten. Die CDU und ich ganz persönlich bitten Sie um diesen Auftrag. Es steht viel auf dem Spiel.